Das erste ist, der ETF streut breit. Das heißt, das Risiko wird minimiert. Das zweite ist, er hat geringe Kosten. Er hat eine bessere Performance und das ist auch wissenschaftlich belegt. Und er hat einen laufenden Börsenhandel. Das heißt, ihr könnt ihn flexibel verkaufen und kaufen und er ist komplett transparent. Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei Money for Future. In diesem Video wollte ich mal über die Vorteile von ETFs sprechen und dass jeder im Grunde sich mit ETFs mal auseinandersetzen sollte, der privat fürs Alter vorsorgt. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und zwar habe ich jetzt immer mal wieder die Diskussionen gehabt mit Leuten, die mir erzählt haben, dass sie in Einzelaktien investieren und das auch schon sehr lange tun. Und aber sie eigentlich gar keine Lust haben dazu, sich damit viel zu beschäftigen und trotzdem aber immer mal wieder so einzelne Aktien kaufen. Und ich habe dann gesagt, naja, macht auch ETFs. Und einem davon waren ETFs gar nicht bekannt. Also der wusste gar nicht, was das ist. Der hatte sich eigentlich nur über Fonds schlau gemacht. Und ETFs war so, was ist das denn? Keine Ahnung. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen schade, wenn man sich schon mit dem Thema Aktien auseinandersetzt, wenn man dann einfach nicht weiß, was ETFs sind. ETFs sind Exchange-Traded Funds, das sind an der Börse gehandelte Fonds sozusagen, die einen Index 1:1 nachbilden. Aber was sind denn jetzt die größten Vorteile von einem ETF? Und zwar das erste, und das haben natürlich Fonds auch, ist, dass ein ETF breit streut. Zumindest wenn man einen ETF nimmt, der auf einen Index basiert, der halt breit streut. Das ist zum Beispiel ein Index wie der MSCI World. Ja, da hat man dann 1600 Unternehmen von der ganzen Welt und da gibt es auch noch den All Country, der hat dann sogar 2300 Unternehmen, meine ich. Und dann gibt es auch noch andere Indexgesellschaften, die auch Indizes auflegen, die dann sogar in 3200 oder 3600 Unternehmen weltweit investieren. Und diese breite Streuung ist im Grunde eines der besten Mittel, um das Risiko von Einzelaktien zu verringern. Das heißt, der ETF streut breit. Wenn ihr einen ETF nehmt auf den DAX zum Beispiel, ja, dann ist es keine breite Streuung. Dann hat er nur 30 Unternehmen aus Deutschland, die 30 größten Unternehmen aus Deutschland und ist dann auch automobillastig, sage ich mal. Es gibt ein Klumpenrisiko und so ein DAX ist zum Beispiel kein breit streuender ETF, wenn ein ETF auf den DAX basiert, ja, und nur diesen DAX nachbildet. Na, dann schon lieber den Eurostoxx 600, wo dann 600 Aktien aus Europa da sind. Das ist dann auf Europa spezifisch angelegt, aber es ist dann schon relativ breit gestreut und auch über die Branchen relativ gut gestreut. Der erste Vorteil ist sozusagen jetzt die breite Streuung. Das macht ein ganz normaler Fonds aber auch. Der zweite Vorteil von einem ETF, dass er halt sehr geringe Kosten hat. Ja, diese Indizes, die werden erstellt. Ja, das kostet Geld. Natürlich, so eine Indexgesellschaft will dafür ein bisschen was haben. Dieser Index kann dann 1:1 nachgebildet werden. Das heißt, es muss kein Manager mehr bezahlt werden. Es muss kein aktives Management mehr betrieben werden. Ja, der Manager braucht keine Analysten, sondern es gibt einfach nur einen Index und der wird nachgestellt. Und wenn aus diesem Index eine Firma rausfällt, ja, dann wird sie sozusagen auch aus dem ETF rausgenommen. Ja, dann werden diese Anteile verkauft und es wird eine neue Firma, die in den Index reinrutscht, wird dann dazugenommen. Das heißt, die Transaktionen, die dort stattfinden, sind von der Anzahl sehr viel weniger und das ganze Gebilde ist halt viel weniger komplex und damit halt auch viel weniger teuer. Ja? Und er hat halt auch so geringe Kosten, weil einfach die Vertriebskosten nicht so hoch sind wie bei normalen Fonds, normalen Fondsgesellschaften. Die wollen natürlich ihre Produkte in den Markt bringen. Das heißt, die Bankberater, Versicherungsvertreter, die solchen Fonds verkaufen, vorgebundene Lebensversicherung, ja, die wollen natürlich Geld verdienen und die brauchen dafür eine Provision. Und bei ETFs ist das halt nicht so. Und deswegen werdet ihr von eurem Bankberater wahrscheinlich auch nicht so oft was über ETFs hören, weil er da einfach nichts verdient. Also die geringen Kosten ist der zweite Punkt, der zweite Vorteil von ETFs. Und da sind die Kosten bei einem guten ETF so bei 0,05%, ja, und 0,3%. Da sollte es so dazwischen sein. Ein ETF sollte euch nicht mehr kosten als 0,5-0,6% pro Anno. Und ein aktiv gemanagter Fonds, damit ihr mal den Vergleich habt, kostet so circa zwischen 1,5 und 2,5%. Es gibt auch welche, die ein bisschen günstiger sind, aber das ist schon so die Range. Es gibt auch noch teurere, ja, die wirklich 2-3% pro Jahr kosten. Aber diese, aber das ist dann eine große Ausnahme. 1,5 bis 2,5% ist einfach zu teuer, wenn man in den Aktienmarkt investiert, weil dieser ja
bekanntlich nur so seine 8% im Schnitt macht, ja, auf lange Sicht. Und das muss natürlich dieser Fonds halt auch erwirtschaften. Und wenn er dann jedes Jahr immer 2% Kosten hat, dann wird es einfach sehr, sehr schwierig, da eine gute Performance hinzulegen. Und das ist auch der dritte Vorteil von ETFs. Sie haben auf die lange Sicht die bessere Performance. Ja, und das muss man sich klar machen. ETFs bilden halt nur den Index nach, haben die geringeren Kosten. Und aufgrund dieser geringeren Kosten, ja, schaffen sie es, den Index sozusagen genau nachzubilden und den Index auch so zu performen, wie der Index performt. Aktiv gemanagte Fonds, ja, die schnell hin und her tauschen, viel verkaufen, ein großes Overhead haben, die schaffen es nicht, wegen ihrer Kosten den Index zu schlagen auf lange Sicht. Das bedeutet, dass der ETF immer auf lange Sicht besser performt als aktiv gemanagte Fonds. Das wollen natürlich ganz viele aktive Fondsmanager nicht hören und auch der Bankberater wird euch erzählen, ja, das ist aber so und so. Aber auf lange Sicht, auf 20, 30 Jahre, sind Indexfonds das Beste, was Privatanleger machen können. Das sagt nicht nur Warren Buffett, das sagen ganz viele international durchgeführte Studien, die über zig Jahre Hunderttausende von Depots analysiert haben. Und das ist im Grunde das, warum ihr dann auch in ETFs investieren solltet, weil sie auf lange Sicht die beste Performance hinlegen. Und ein vierter großer Vorteil, den ich finde bei ETFs, ist, dass sie einfach direkt handelbar sind an der Börse. Ja, ich muss nicht wie bei einem Fonds einen hohen Ausgabeausschlag zahlen. Ich muss das nicht bei der Fondsgesellschaft ankündigen. Ich muss da irgendwie was kündigen oder so, dass das dann aufgelöst werden kann, damit ich dann mein Geld rauskriege aus diesem Fonds. Sondern ich kann einen ETF genauso wie eine Aktie an der Börse kaufen und verkaufen. Sehr flexibel, sehr schnell und das ist natürlich einfach enorm gut. Und der fünfte Grund, warum ich ETFs so unglaublich gut finde als private Altersvorsorge, ist, dass sie einfach transparent sind. Ja, da weiß man ganz genau, okay, das und das ist der Index, auf den dieser ETF investiert und da fließt das ganze Geld rein. Okay, der hat ganz kleine Kosten, ja, 0,2-0,3% pro Jahr ist in Ordnung, soll diese Fondsgesellschaft, die einfach nur das Geld sammelt und in diesen Index anlegt, sollen sie auch gerne bekommen, aber er ist halt komplett transparent und das muss man bei diesen Fondsgesellschaften sagen, das sind sie nicht. Ihr wisst nicht ganz genau, wie die Provisionen ausgezahlt werden, welche Kosten dort in den Beiträgen sozusagen inkludiert sind und wie dann auch letztendlich dann die Performance auf lange Sichtweisen ist und auch aus die Vergangenheit gerechnet. Oftmals suchen sich die Fonds die besten Zeitabschnitte raus, wo sie sehr gut performt haben und das ist natürlich immer dann so ein bisschen gemogelt, sage ich jetzt mal, und das ist so ein Riesenvorteil. Also ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Das erste ist, der ETF streut breit. Das macht ein Fonds vielleicht auch schon, aber der streut breit, das heißt, das Risiko wird minimiert. Das zweite ist, er hat geringe Kosten und da kommen Fonds einfach überhaupt nicht mit. Er hat eine bessere Performance und das ist auch wissenschaftlich belegt als alle anderen Anlageprodukte auf lange Sicht. Und er hat einen laufenden Börsenhandel, das heißt, ihr könnt ihn flexibel verkaufen und kaufen, genauso wie eine Aktie im Grunde auch. Und er ist komplett transparent, weil er einfach nur einen Index nachbildet. Also, ich lege euch ETFs ans Herz, ja, wenn ihr sagt, ey, ETFs sind mir zu langweilig, ich will auch in Einzelaktien investieren, so geht's mir. Ich mache das so, dass ich auch in Einzelaktien investiere. Wenn ich darüber mehr sprechen soll, gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ETFs und die richtigen ETFs raussuchen einmal und dann dort langfristig zu investieren, das ist für jeden Privatinvestor eigentlich das Beste, was er machen kann, wenn er denn noch einen hohen Zeithorizont hat oder einen großen Zeithorizont hat, wo er denn sein Geld anlegen kann. Wenn euch solche Sachen interessieren, dann schenkt mir gerne ein Abo oder lasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und falls ihr jemanden kennt, den das hier interessiert, dann könnt ihr sie ihm auch gerne weiterleiten. Würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin, euer Felix. Ciao.